Beeilt euch! So, auch damit hin. Ich wollte gerade sagen, ich könnte ja noch ein paar Verteidigungstürme bauen, falls das wieder nach hinten losgeht. Aber ich habe ja nichts mehr. Also müssen wir mit dem auskommen, was wir haben. Haltet nach dem Feind Ausschau. So. Ich würde ihn eigentlich gerne rauslocken. Die sind mir ein Dorn im Auge. Aber wir kriegen das hin. Ich bin da ganz zuversichtlich. Bleibt wachsam! Habe ich noch irgendjemand nicht abgegradet? Ihr seid ab. Macht euch bereit, Elf. Auf. Schwerter! Ritter des Silbernen Schwertes! Kann ich nicht. Waffen, nach dem Feind Ausschau. Ja, mehr geht nicht. So muss das jetzt hinhauen. Aufpassen! Was ist, wenn wir unsere Einheiten hier hinstellen? Gegengewicht einhängen! Ich will schon mal, dass das Tor hier, das soll zerstört werden. Information bleiben! Gebiet sichern! Seil spannen! Feuer! Vielleicht kann ich die ja per Katapult so ein bisschen anlocken. Genau, so. Ich probiere das, glaube ich, erstmal nur mit einem. So, die sind dicht. So, wie dicht muss er ran? Überschreitet er die magische... Er überschreitet nicht diese magische Linie. So cool. Fast. Nö. Bitte da weiter rauf. Wir gucken mal, was wir uns alles so erlauben dürfen. Das dürfen wir uns erlauben. Jetzt greife ich mal da an, ohne dass ich... Oh ja, da komme ich auch hin. Muss ich dafür auch nicht bewegen. Weil die sind ja... Theoretisch sind die stark, aber haben nicht so viel... So viel Angriffskraft, wollte ich fast sagen. Also... Also sie haben ja keine Angriffskraft und wenn die einmal ihre Fähigkeit verbraucht haben, dann dauert das ja natürlich wieder einen Moment, bis es weitergeht. Ich glaube, der... Wenn die grün leuchten, ist das auch der starke Angriff. Also dieser, der viel Schaden macht. Das ist unser Ziel! Ah, der Hexenkönig. Ich will nur mal gucken. Ich will mal speichern. Ich mache jetzt mal ganz verrückt eine Runde speichern. So. So, weil jetzt gehe ich zurück. Habe ich jetzt hier mal so ein paar Einheiten angelockt. Ja. Die Bogenschützen machen das schon ziemlich gut. Der Sieg ist unser! Ausbrechen! Gut. Gegengewicht einhängen! Katapult ist gerettet, das Katapult vor! So, und jetzt greifen wir mal den Hexenkönig an und mal gucken, ob sich denn alle rühren hier. Ja, da darfst du angreifen. Wenn er jetzt stehen bleibt und ich ihn einfach abschießen kann. Jetzt kommt er nämlich alleine. Ritter! Nee. Okay. Katapult spannen! Hat es näher ran! Dann können wir das auch mit zwei machen. Dann können wir die nochmal so ein bisschen anschlagen. Dann greife ich nämlich da an. Sobald die sich bewegen, verschwinde ich wieder. Feuer einstellen! Nicht schießen! Ritter des silbernen Schwarz! Schiff und Schwarz! So, alle rauf da! Fightet! Auf sie! Ja.
Zeit. So. So, weiter geht's. Los! Holen wir uns doch mal den Hexenkönig ran hier. Das ist ja der schlimmste von allen. Mehr Munition! Haltet ein! Haut er wieder ab? Ja, haut wieder ab. Feuer frei! Nicht schießen! Oh, jetzt kommen Bogenschützen. Imrahil! Unsere Truppen werden angegriffen! So, jetzt geht's los. Oder? Oh, so viele Bogenschützen. Speere bereit! Schwingt sie in die Knie! So. So, den Hexenkönig. Ja, das. So. Lasst sie nicht durch! So, kriegen wir den jetzt hier angeschwächt. Ja, das habe ich mir nämlich gedacht. So, rauf da. Ja. Das war wohl nichts, ne? Bauen die jetzt eigentlich noch... Ja, die bauen noch nach. Ja, davon ein, nö. Davon vielleicht sogar zwei, vielleicht sogar drei. Das sind ja die teuersten. Wenn die mich jetzt angreifen, wäre wieder blöd, aber zum Glück habe ich ja gespeichert, ne? Krieger, Bogenschützen. Wir machen jetzt mal das volle Programm. Alles, was hier die Speisekarte hergibt. So, davon haben wir genug. Ganz Mittelerde hofft auf uns. So, ihr geht da in die Ecke. Wir kommen aus Lorien. Wir kämpfen für den Ruhm Gondors. Bogenschützen sind bereit. Oh, das ist schön, wenn das alles so schnell hier rauskommt. Ritter der Weißen Stadt. Ruhig jetzt. Macht euch bereit. Da geht natürlich viel Geld für Flöten. Wir kommen aus Bruchtal. So. Wir schützen den Weißen Turm. Waldläufer, wir kämpfen für Gondor. Wir kämpfen für Mittelerde. Ah ja, das sind die Teuern hier. Bleibt wachsam. Ah ja, die habe ich schon. Menschen von Dol Amroth. Haltet nach dem Feind Ausschau. Ja, okay, dann wird das, glaube ich, nichts. Dann sind wir hier schon fast wieder vollständig. Können nicht noch mehr Soldaten befehligen. Ja, okay. So, die dahin. Ritter, die hierhin. Haltet die Augen offen. Und die dahin. Achso, die Waldläufer. Ja, jetzt kam davon nichts, aber wir gucken mal. Vielleicht, wir haben ja zwei von denen hier, die haben ja so eine lange Reichweite. Vielleicht können wir damit auch einfach aus der Entfernung mal so ein bisschen was angreifen. So der Plan. Jetzt. Gegengewicht einhängen! Jetzt greife ich die mal aus der Ferne an, während die sich hier unten sammeln. Weil die haben ja jetzt so für. Mehr haben die davon ja auch gar nicht. Oh. Nee, da sollte doch nur hin. Zwei Einheiten. Hexenmeister. Feuer! Und. Feuer!
Der Trupp ist Geschichte. So. Sammelt euch, Ritter! Denn der Lanzenträger! Dahin. Wir müssen unsere Heimat verteidigen. Wie der Wind. Beeilt euch! So, die hatten ja so eine hohe Reichweite. Achtet auf eure Schritte. Mal eben einmal gucken, was für eine Reichweite die haben. Schnell, Elben des Waldes! Es ist soweit! Zum Angriff! Wartet! Wie der Wind! Feuer! Feuer! Haltet sie auf! Bereit? Elben, hierher! So, darauf. Beeilt euch! So. Achtet auf eure Schritte. Da müssen wir nochmal einmal rauf. So, bewegt sich hier was? Ja. Nö. Denn holen wir uns doch mal den Hexenkönig. Feuer einstellen! Sie müssen voll! Ausbrechen! Der Feind! In Deckung, Männer! Schnell, Elben des Waldes! Lässt er sich holen? Wir müssen vorsichtig sein. Achtet auf eure Schritte. Elben, hierher! Lasst sie kommen! Zieht eure Waffen, Elben! So. Wartet! Ja, die vielleicht nicht unbedingt. Attacke! Da soll er sich lieber auf andere stürzen. Wir sind die Schützen. Der macht natürlich gleich richtig Schaden. Mehr Munition! Ja, ich glaube, ihr beide seid hier ein bisschen fehl am Platz. Sie sind zu nah! Sie können uns nicht trotzen! Unsere Truppen werden angegriffen! Das ist der Weg! Verfolgt er uns? Ausbrechen! Es ist soweit! Zum Angriff! Wir sind die Schwerter Lorien. Ah ja, vielleicht haben wir ihn gleich. Lasst euch nicht aus der Ruhe bringen! Obwohl sie fliehen. Was jetzt? Achso, ich dachte, er ist weg. So, gleich haben wir ihn. Irgendwie verflucht er uns. Er ist ja auch der Hexenkönig. Sie haben angegriffen! Aha. Der Hexenkönig ist besiegt. Endlich, im ganzen Land kehrt nun wieder Frieden. Oh, war's das? Oh, ich dachte, wir müssen das noch zerstören. Es gibt noch Hoffnung. Endlich hat das Blutvergießen ein Ende. Angmar ist besiegt. Wie viele Städte Arnors liegt es in Trümmern. Und unter den Trümmern begraben liegt sein Wunsch, den Westen zu unterjochen. Mittelerde jubelt. Aufrecht saß der Hexenkönig im Sattel seines Rappen. Als wir vorpreschten, erkannte er, dass alle Hoffnung vergebens war. Sein markerschütternder Schrei ließ uns das Blut in den Adern gefrieren. Er kehrte um und galoppierte in den Schatten. Er nur nahm die Verfolgung auf. Doch dann erkannte ich seine ganze Macht. Wir hatten ihn für einen mächtigen schwarzen Numenor gehalten, doch er ist ein Nazgul. Der erste der Neun. Der treueste Diener des dunklen Herrschers Sauron. Ich hob meine Hand und rief Ernur zu, folge ihm nicht. Er wird niemals hierher zurückkehren. Sein Ende ist noch fern und er wird durch keines Mannes Hand fallen. So, wir haben es geschafft. Der Endstand. So. So lange habe ich gebraucht. Noldor-Krieger. Habe ich gerne gemocht. Und somit haben wir den Aufstieg des Hexenkönigs erfolgreich abgeschlossen. Vielleicht können wir irgendwann nochmal einen Ringkrieg spielen. Da hätte ich auch mal Lust drauf. Das ist aber nochmal irgendwann was für ein neues Let's Play, weil ein Ringkrieg. Wer das kennt, da sind ganz viele einzelne Runden, bis man ganz Mittelerde eingenommen hat. Also da kann man lange dran spielen. Das können wir irgendwann nochmal in Angriff nehmen. Hätte ich Bock zu. Aber hiermit ist das Let's Play beendet. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Falls das was für euch ist, ich möchte
vermutlich als nächstes mit Mount & Blade starten. Könnt ihr ja mal reinschauen. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und ciao.